Also E-Mails, Phishing-E-Mails sind nach wie vor der Angriffsvektor eigentlich Nummer eins. Ich glaube, das wird auch eine ganze Weile so bleiben. Wir haben jüngst selber eine Phishing-Kampagne bei uns durchgeführt und ja, ich bin selbst Phishing. Ich tue mich schwer damit, Opfer zu sagen. Ich bin nicht Phishing-Opfer geworden, sondern ich war doof genug, da drauf zu klicken, um meine Credentials einzugeben. Und das hat mich aber auch nachdenklich gemacht. Ich habe festgestellt, je mehr Informationen tatsächlich so ein Angreifer hat, welche Systeme setzen Unternehmen ein, wie sind die aufgestellt, wie ist da die Kultur im Unternehmen, umso wahrscheinlicher wird das, dass jemand drauf reinfällt. Und das ist für einen Angreifer, der sich tatsächlich informiert für ein Unternehmen, relativ leicht. Ich kann heute über Xing, über LinkedIn mich erstmal informieren, wer arbeitet in dem Unternehmen und kann dann diese entsprechenden Mitarbeiter auch nochmal weiter im Internet verfolgen, gucken, was machen die auf Facebook oder welche Informationen kann ich sammeln über das Unternehmen. Und da kommt man schnell zu einem Punkt, dass man sagt, ich habe zwei, drei Informationen, die man eigentlich nicht haben kann als Externer auf den ersten Blick. Aber tatsächlich, wenn sich jemand intensiv mit einem Unternehmen auseinandergesetzt hat, ist das sehr wohl der Fall. Und dann wird die Wahrscheinlichkeit auch hoch, so wie es mir passiert ist, dass man draufklickt. Aber genau deswegen macht man ja sowas, Phishing-Kampagnen, um die Leute zu sensibilisieren, auch mich. Mir ist das letzte Mal vor 20 Jahren interessanterweise passiert, im April 2000 mit dem damals sogenannten I Love You-Virus. Das war ein Wurm, der sich verbreitet hat. Das war eine Mail, die von einem Antivirusunternehmen, mit dem wir zusammengearbeitet haben, kam. Und ich habe da drauf geklickt. Ich habe dadurch einen Großteil meiner Fotos verloren, meiner digitalen Fotos aus den 90ern. Und auch das war meine Lehre. Das ist tatsächlich Social Engineering. Sieht man, hat auch nach 20 Jahren seine Bedeutung nicht verloren. Social Engineering, glaube ich, ist grenzenlos. Ich bin auch bei unserer Phishing-Kampagne intern, habe ich auch eine Mail gekriegt. Mhm. Das kam dann irgendwie rein, so, hey Hauke, hier ist irgendwie die Tabelle Resturlaubetage von deinen Mitarbeitern, schau doch mal drüber. Ja, ja, und das haben wir eh irgendwie mal drüber diskutiert im Team. Und dann waren wir noch zwei Leute im Büro, ne? Und dann geht das ganz schnell, dass man irgendwie mit dem Kopf woanders ist. Und dann klickt man drauf, wo man immer sagen würde, ich kenne mich doch eigentlich da aus, ich beobachte das auch irgendwie, bin da auch kritisch. Aber es gibt immer die Momente, wo man entweder auch nicht voll da ist und dann passiert sowas sehr leicht. Ich glaube, es kann jedem passieren. Auf dem letzten CCT-Kongress hat sich ja Linus Neumann auch geoutet, dass es ihm auch passiert ist mit einer gefälschten PayPal. Der Sprecher des CCC. Der CCC-Sprecher. Oder einer der Sprecher, dem glaube ich mehrere, der ist auf eine gefälschte PayPal-Mail reingefallen und hatte auch seine Credentials gelassen und ist auch Opfer geworden. Sicherlich einer, der ganz bewusst ist. Und der hat auch gesagt, warum ihm das passiert ist. Der war unter Stress. Genau das, was du gesagt hast, Nico. Je nachdem, wo ich mich gerade befinde, wenn ich eine Riesenlatte an E-Mails habe, die ich abarbeiten möchte und auch so noch viel To-Dos habe, kann einem das passieren. Das kann jedem passieren. Oder ein anderes Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit ist natürlich Jeff Bezos, der Amazon Gründer, der von Mohammed bin Salman gefischt wurde. Gut, der Herr Salman wird das nicht selbst gewesen sein, aber man muss ja sagen, Jeff Bezos ist sicherlich ein Mann, der umgeben ist von vielen sehr hochkompetenten Security-Beratern, die ihm eigentlich hätten sagen müssen, wenn du ein WhatsApp-Video bekommst, könnte das sein, dass das dein Telefon infiziert. Ja, aber auch da wahrscheinlich das Vertrauen. Ich meine, der Fall, die kannten sich ja auch persönlich oder hatten sich vorher persönlich kennengelernt. Er hat wahrscheinlich nicht vermutet, dass da so ein Angriff hintersteht. Das ist ja auch wieder dieses persönliche Interesse, worüber wir gerade schon gesprochen haben, oder diese persönliche Beziehung, die da ausgenutzt wird, wo du einfach so in deiner Vertrauensumgebung bist, wo du sagst, da wird schon nichts passieren. Und das, glaube ich, ist das, was auch sehr oft ausgenutzt wird. Das Thema Phishing, glaube ich, wird nie alt. Also ja. Das wird ja, wir haben hier noch stehen, auf Phishing in der HR. Das ist ja auch ein sehr beliebtes Thema. Ja. Ne? Ich meine, der Fachkräftemangel trägt, glaube ich, mindestens genauso gut dazu bei, dass die Gefahr nicht geringer wird, sagen wir es mal so. Ja. Ich meine, wenn wir auf spezielle Stellen, vielleicht wo wir auch schon lange suchen, endlich mal eine Bewerbung bekommen, die auch noch zugeschnitten ist, wo auch die Ansprache stimmt, wo auch noch das, was man so in erster Instanz vielleicht in der E-Mail liest vorab, ist die richtige Bezeichnung mit drin, vielleicht auch die Anhänge, die jetzt gar nicht mal so verdächtig scheinen müssen. Ja, natürlich ist der Bedarf an Personal so riesig, dass man sagt, endlich jemand. Und dieses endlich jemand ist ja auch diese Situation, die ausgenutzt wird wieder. Also eigentlich nutzt man die persönliche Situation, ob es jetzt jemand aus HR ist oder HR ist oder ob es jemand aus einem anderen Bereich ist. Ich würde mich da gar nicht von freisprechen wollen, dass das nicht bei uns im Sales genauso passieren kann. Also wenn ich endlich mal offensichtlich mitbekomme, dass vielleicht ein Kunde, an dem ich schon sehr lange und dem ich schon sehr lange im Gespräch bin, wenn ich endlich mal eine E-Mail von dem bekomme, steht, hallo Herr Schran, wir freuen uns, dass wir Ihr Angebot annehmen. Ja, danke. Ne? Ich meine, das ist ja dieses persönliche Umfeld, wo ich mich auf einmal wieder sehr, sehr wohl fühle.